Weiter geht's, Freunde, mit Let's Play Gothic mit der Modifikation Dunkle Geheimnisse. In der letzten Folge sind wir hier vor den beiden Dudes stehen geblieben. Und ja, der Erpresser da hinten, ne? Den lassen wir einfach mal Erpresser sein. Oh, das sieht wieder so geil aus, ey. Echt? Nicht schlecht. Find ich geil. So, wir verlieren gar keine Zeit und labern mit Redford. Hey, du. Hey. Was willst du? Dich warnen. Ja. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Okay. Was jagt ihr denn so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Geil. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. Wie denn? So? Ich hör auf. Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Ich finde die Stimme geil. Generell die Synchronsprecher. Ah. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Erste Sahne. Du bist gerade angekommen, was? Guck mich doch mal an. In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher. Aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Oh ja. Und genau das bist du auch. Ja. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Geilo! Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Werden wir nicht. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Da finde ich schade, dass das keine Quest ist. Warum ist das keine Quest? Dann bringe ich ihn halt eine mit. Wo ist das Problem? Warum ist das keine Quest? Das hat mich damals schon ein bisschen, geärgert, aber es lockert gerade wieder auf, das Wetter. Das freut mich allerdings. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich trage. So sieht's aus. Du gefällst mir. Jawohl. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Ihr seid viel korrekter. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Ey, der ist viel netter als die ganzen anderen Austauschwichser, die da waren. Ganz ehrlich. Danke, Mann. Danke für die Hilfe. Ich will dir am liebsten Bier geben oder so. Bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ja, deswegen ja. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Eieieiei. Werd's mir merken. Werd's mir merken. Geilo. Schade, dass er keine Quest hat, so eine neue oder so. Drax, aber ist irgendwie immer noch dunkel, ne? Der Himmel, Alter. Ist gleich Weltuntergang oder was? Holy moly, sieht ja richtig cool aus. Jetzt auch noch hier mit verschiedenen Wetter-Animationen oder was. Cool. Hi. Ihr jagt hier, richtig? Macht ihr das? Sieht so aus. Was willst du? Hey, die Synchronsprecher. Ich hast du ein paar Tipps so für so geil. Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Ich liebe die. Danach sehen wir weiter. Jetzt weiß ich, warum ich mich damals auch den Söldnern angeschlossen habe. Die sind voll korrekt, saufen und kämpfen für die Freiheit. Und hier, altes Lager, Gardisten, Erzbaron, man muss sich erst hocharbeiten, bla 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 bla. Für den König, alles scheiße. Kriechen den König in den Arsch und ach. Also die schon mal auf keinen Fall, ne? Gardisten, bäh, weg mit denen. Hier, nimm mal ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Da gönnt er sich. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel. Ich mag Vögel eigentlich. Greift man am besten einzeln an. Ich hab ja auch welche. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Jo.
Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Okay. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge, aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Das machen wir auch auf jeden Fall. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Das machen wir auch auf jeden Fall. Heute Krallen, Fell, Zähne. Ja, du verlangst verdammt viel, aber ist ja klar. Brauchen wir gar nicht ansprechen. Das machen wir jetzt aber noch nicht, glaube ich. Weil jetzt sind wir sowieso zu schwach für Wölfe etc. Soll ich jetzt mal versuchen, die Skelette da vorne? Die werden uns sie wahrscheinlich wegstehlen. Aber ich probiere es mal. Jawohl. Einen haben wir. Komm schon. Ja! 2 von 3. Das war worth. Können ja auch noch das Fleisch mitnehmen. Das war sogar mehr als worth. Sehr, sehr geil. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal Zähne etc. Abziehen lernen. Der Dude da hinten, den polieren wir erstmal die Fresse, wenn wir pumpen waren. Das ist so geil auch an Gothic 1, ne? Du musst dich hier behaupten. Du kannst nicht einfach nur so durchrushen. Du kassierst einfach am Anfang. Aber dass die einen immer umbringen, das ist echt schon ziemlich hart. Das ist echt. Wir wurden ja am Anfang 3-mal direkt umgeputzt. So, hier sind die Brückenwachen wurden entfernt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr. Also ich weiß gar nichts mehr. Ich finde das cool, dass das jetzt so dunkel ist. Das gefällt mir. So richtig düster. Da will man sich jetzt am liebsten irgendwie in die Kneipe setzen. Erstmal ein schönes gebratenes Fleisch essen. Ein paar Bierchen trinken. So, wisst ihr, was ich meine? So, haben wir hier vielleicht wieder irgendwo was drin? So, hier in den Kisten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch Lederbeutel versteckt sind. Also ich werde hier echt alles unter die Lupe nehmen. Also das wird ein Genuss, ich sag's euch, Leute. Ist auch für mich mal eine gelungene Abwechslung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Gothic 2, die Nacht des Raben in der Hardcore-Challenge ist auch eine Herausforderung natürlich. Aber das ist halt nochmal was ganz anderes. Man kennt hier halt nichts, wisst ihr, was ich meine? So, da vorne war noch was, Seraphis, genau. Alles mitnehmen für den Anfang. Das wird ziemlich hart, ich merke das jetzt schon. Und dann verlieren wir gar keine Zeit und gehen erstmal ins alte Lager, ne? Wir können ja jetzt eh noch nichts machen. Die Viecher da vorne sind zu hart. Ich glaube, das da vorne ist auch schon ein normaler Scavenger. Der macht uns auch fertig. Oder ist das noch ein Junger? Das könnte auch noch ein Junger sein. Können wir noch kurz abholen. Wenn es ein normaler ist, habe ich ein Problem. Gardisten! Hilfe! Wow! Hilfe, 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 Hilfe! Schlachtet es. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Also eigentlich gehe ich da gerade wieder raus. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Du stehst falsch, Kollege. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Bei dieser Mod kann man natürlich auch nie wissen, ob ein NPC, den man so kennt, also schon oft mitgesprochen hat, der vorher keine Quest hatte. Es kann ja sein, dass der jetzt vielleicht eine hat. Wisst ihr, was ich meine? Lass mich mal vorbei. Ja, Mann. Du musst dich... Was läufst du eigentlich da rum? Du musst doch sowieso nach vorne, du Spasti, ey. So, da sind wir. Willkommen im alten Lager. Schöne Musik, ja, Distschatten. So, hier sieht's echt schön aus. So schöne, bunte, grüne Wiese. Bunte Wiese, alles klar. Schatten, Grimm. Ja, was machen wir jetzt als erstes? Kann ich hier rein, ohne dass mich jemand töten will? Ich bediene mich hier mal, ne? Also die Truhe möchte ich auch aufmachen, aber wir brauchen erstmal noch ein paar Dietriche. Wer ist das denn hier links schon wieder? Ist auch ein neuer, ne? Hey du, komm doch mal her. Oh nein, was gibt es denn? Gestern habe ich mein ganzes Erz in Slikers Kneipe ausgegeben. Und heute sitze ich auf dem Trockenen. Ich kann dir etwas Wasser bringen. Was soll ich denn damit? Sehe ich so aus, als würde ich Wasser trinken? Hol mir Wein. Wein ist jetzt genau das Richtige.
Und was bekomme ich dafür? Sehr gut. Ich kann immer im Lager ein gutes Wort für dich einlegen. Dann wird es einfacher für dich, einer von uns zu werden. Mach ich. Komm, wir müssen ein bisschen einen auf Arschkriecher machen. Und der hat mich wenigstens drum gebeten. Gut, lass mich nicht zu lange warten. Alles klar, Wein soll ich ihnen bringen. Hab ich. Ich hoffe, das ist der richtige Wein. 100 EP. Geil, war worth. Ich hab deinen Wein. Sehr gut, gib schon her. Kriegen wir vielleicht noch was anderes? Eine Waffe oder so? Aber wobei 100 EP war schon worth genug. Das war's schon? Ah, das tat gut, danke. Dann erfülle nun deinen Teil der Abmachung. Alter, was? Du bist nur ein weiterer Butler, der auf diesen alten Trick reingefallen ist. Glaubst du wirklich, ein Idiot wie du könnte uns beitreten? Nimm einen Pickel und verzieh dich in die Mine. Das ist genau der richtige... Alter! Ja, genau das werd ich. Ich werde dein dreckiges Maul stopfen. Schwachkopf, denke beim... Blablabla. Alter. Wer bist du? Abschaum bist du! Alter, ich muss mir das ohne Scheiß alles aufschreiben. Ich werde das vergessen, wer alles kassieren muss. Die ganzen neuen NPCs, die es hier gibt, sind doch alles Hurensöhne. Entschuldigung, das muss ich eigentlich rauspiepen, aber... Wäre zu viel Aufwand. Spaß. Die reden ja hier genauso. Hier kommt ja auch oft Hundesohn und sowas vor, deswegen, ne? Kinder, nicht sowas in den Mund nehmen. Erstmal sollen wir mit Torus reden, hat Diego gesagt. Hi, Torus. Na, du? Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ich muss in die Burg. Oh, oh. Ich habe einen Brief. Töte mich nicht. Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Okay. Dass man dann nicht selbst entscheiden kann, ja oder nein. Aber ich hätte ihn sowieso nicht gezeigt. Ich will für Gomez. Also eigentlich nicht, aber erstmal, ne? Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Genau, Diego. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Hm. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir umschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert? Liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Ja, aber wir machen mal noch ein bisschen weiter. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Hey, 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 hey. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir... Hör stellt. Auf jetzt! Hau raus! Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Komm, hau raus jetzt, Mann. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Verstanden. Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Mordrak. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Krasser Typ. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Alter. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Okay. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm sein. Das glaube ich. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Wollte ich gerade fragen. Du bist neu.
dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Dass er mir das einfach so anvertraut, ne? Ich bin irgendein Buddler. Ich könnte jetzt einfach irgendwie bei den Magiern petzen oder beim neuen Lager und könnte dann eine Belohnung abkassieren. Der ist ganz schön naiv, der Junge, ne? Wenn man das mal so betrachtet. Aber ich bin ja ein Good Guy und ich werde das machen. Ich kümmere mich darum. Ich weiß schon, wie wir den wegbekommen. So, jetzt haben wir eine weitere Mission. Auftrag von Torus, genau. Dann reden wir jetzt mit Diego. Er ist ja unser Fürsprecher. Holen uns da auch noch eine Mission ab, damit wir in der nächsten Folge schon noch nicht durchstarten können. Wir müssen erstmal hier das Lager abklappern. Aber ich möchte so schnell wie möglich erstmal auf Stufe 2 kommen. Dann Schlösser öffnen lernen. Und so 10% in Einhand. Also eigentlich ist das nicht so worth, Schlösser öffnen lernen, weil man jetzt schon Schlösser knacken kann. Aber ich will halt nicht 20.000 Dietriche kaufen. Und man hat in diesem Spiel eigentlich genug Lernpunkte. Ich weiß nicht genau, wie es hier ist. Und ich weiß auch nicht, wie das hier mit den Schlösser öffnen ist. Es kann ja sein, dass man jedes Mal einen Dietrich verkackt, wenn man nicht Schlösser öffnen geskillt hat. Deswegen machen wir es einfach mal. Aber jetzt reden wir erstmal mit Diego. Ich habe mit Torus geredet. Ja, aber petz nicht, ne? Dass wir da eine Aufgabe im Stüssel haben. Sonst bringt er uns um. Alter, hast du mal sein Schwert gesehen? Das ist größer als du. Ich habe mit Torus geredet. Und? Was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Ja, genau. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Jawohl. Fangen wir direkt an? Ja. Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was denn? Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Alter, wie viel? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Erstmal das Wichtigste. Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Hand bekommen. Und jeder muss üblich gesehen... wartet. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das wollte ich sagen. Sollen wir nochmal... Wir klappern einfach mal alles mal durch. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Machen wir. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordturm. Das war jetzt nicht ganz so wichtig. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Ja, das wissen wir. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Das wissen wir ja. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Na. Alles, was du tun musst, ist dich Gomez Leuten anzuschauen. Ja, aber ich bin da nicht so der Arschkriecher, weißt du. So am Anfang schon, aber... ich weiß nicht, so... Wir König und bla, ich bin sowieso kein Fan von dem... Fragen wir mal weiter. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Das ist echt krank. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Das ist noch bescheuerter. Das hat sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ja, mal gucken, ne? Außerdem gibt es da noch ein Lager mit Typen, die es lieber vorziehen, weit weg von neugierigen Blicken zu leben. Okay, das ist neu. Ich könnte dieses Lager auf einer Karte markieren, aber nur unter einer Bedingung. Du musst etwas für mich erledigen. Geil. Kommt darauf an. Nein, kommt nicht darauf an, ich mach's. Du wirst diesen Typen etwas Erz bringen. Sie wissen dann schon, für was es ist. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht werden sie dich fragen, was du von ihnen willst, bevor sie dich niederstrecken. Alles klar.
Was bekomme ich dafür? Meine Dankbarkeit. Dankbarkeit und vielleicht mehr Erz. Also, wie sieht's aus? Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir. Ich werde nicht irgendwelche schrägen Vögel suchen. Doch, machen wir. Geil. 200 Erz, ein Gegenstand. Okay. Wo soll ich hin? Eine kluge Entscheidung, du wirst es nicht bereuen. Vorausgesetzt, du überlebst diesen Auftrag. Hier ist die Karte. Das Lager habe ich eingezeichnet. Sieh dich vor, in der Gegend wimmelt es nur von wilden Bestien. Die Wölfe sind noch lange nicht die gefährlichsten. Ich will weder dich noch mein Erz sehen, oder? Davon hast du vorher aber nichts gesagt. Du packst das schon. Sammel erst noch etwas an Erfahrung, bevor du dich dorthin begibst. Hier ist das Erz. Erzähl mir mehr über diese Leute. Die Typen von dem Lager haben es nicht gerne, wenn Geschichten über sie erzählt werden. Am Fluss in der Nähe des alten Lagers ist ein verlassenes Jägerlager. Dort triffst du auf einen der Schmuggler. Ich hörte, ein Gefährte von ihm sei verschwunden. Mehr weiß ich aber auch nicht darüber. Rede mal mit den Typen. Und viel Glück bei der Suche. Etwas Glück könnte ich ganz gut gebrauchen. Stimmt. Cool. Es gibt also jetzt 4 Lager und ein neues. Okay. Das hört sich doch interessant an. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Mach das nicht. Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Ja. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Bist du gerade erst da? Bist du gerade mal da? Geil. Wo finde ich die wichtigen Leute? Einfach mal abklappern. Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja. Vielleicht gibt es da jetzt auch mehr. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Okay. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Krieg ich hin, Diego. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Das stimmt. Bei wem kann ich was lernen? Euer Tagebucheintrag. Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Das will ich auch machen. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen. Fingers kann nämlich Schlösser knacken lernen. Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer. Wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links rum. Ich weiß, wo das ist. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Alles klar, gut. Dann sind wir jetzt mit Diego fertig. Mach's gut. Sehr schön, viele neue Quests. Diegos Auftrag, genau. Geheimnisvolle Lager, ja. Das hört sich nicht schlecht an. Diego hat mit 200 Erz und eine Karte. Schauen wir uns die Karte mal genau an. Das hört sich echt nicht schlecht an, Alter. Ich bin richtig gehypt. Alte Karte. Diego gab mir diese Karte. Sie zeigt die Lage des... die Lage des Schmugglerlagers. Da oben rechts. Okay. In der Nähe des Sumpflagers also. Cool. Ist die was wert? 50 Gold. 50 Erz. Sorry. Gut, ich würde sagen, wir speichern hier ab. Oh, ich habe lange nicht gespeichert. Das wird aber mal wieder Zeit. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, mache ich hier wieder einen kurzen Cut. War eine etwas dialogreiche Folge, aber ihr kennt es alle. Es ist Gothic, wir sind am Anfang. Da muss gelabert werden und vor allem wegen dieser Mod muss ich jetzt jede Dialogoption nochmal durchgehen, weil immer was Neues dabei sein kann. Wie zum Beispiel jetzt mit dem, wo ich Diego gefragt habe, erzähl mir was über die anderen Lager. Zack, direkt eine neue Quest. Geil. Gefällt mir. Wie ich jetzt schon 20 Mal erwähnt habe, ich bin übelst gehypt. Ich freue mich auf die kommenden Parts. Ich mache hier einen kurzen Cut. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die kommenden Folgen. Es wird ein geiles Let's Play. Wir sehen uns. Tschüss.